frohe Ostern und herzlich willkommen hier am Ostermontag auf dem Klo mit Who Framed Roger Rabbit, einer Capcom-Umsetzung einer Disney- und Filmlizenz. Das kann eigentlich gar nicht so verkehrt sein, aber ich bin gespannt. Ich habe es noch nie angeguckt und deswegen werden wir heute gemeinsam einen kleinen ersten Eindruck in diesen knappen 10 Minuten von diesem Spiel erhaschen. Und ich habe natürlich nicht umsonst ein Spiel mit einem Hasen als Protagonisten gewählt, denn wir haben ja Ostern und das Video hier steht unter dem Motto Hashtag dicke Eier, denn ich mache mit bei der Osterplaylist von den lieben Kollegen von Orbit. Ja, liebe Grüße an euch übrigens und ich fand die Idee mal wieder herzlich schön, deswegen genauso wie bei eurem Adventskalender bin ich natürlich gerne mit dabei und ich habe gehört, der Mirko von Mirkos Kosmos will auch was mitmachen, Videogems ist dabei und so weiter und so fort, also guckt mal in die Playlist rein, werde ich in der Videobeschreibung hier verlinken. Jo, genau, dieses Spiel habe ich mich jetzt schweren Herzens für entschieden, denn ich habe irgendwie alles andere mit Eiern oder auch Hasen habe ich hier eigentlich schon durchgekaut. Ne, wir hatten schon Bugs Bunny in Crazy Castle, wir hatten Mario und Yoshi, wo man diese Eier zusammen puzzeln muss. Wir hatten Alien 3, wo es auch um Eier ging und Alfred Chicken hatten wir auch schon. Also irgendwie muss ich echt hart überlegen, was wir denn hier mal mit Hasen und oder Eiern spielen können. Jo, gucken wir uns heute mal Roger Rabbit an. Übrigens, gleich im Laufe des Videos noch was zum neuen Intro, was ihr wahrscheinlich gerade mal voller Erstaunen gesehen habt. Ich habe schon wieder das Intro ein bisschen abgeändert, aber so wird es jetzt wahrscheinlich auch bleiben. Also ich bin sehr zufrieden damit und ich bin gespannt auf euer Feedback, ob es euch auch so gut gefällt wie mir. Ja, und wie es überhaupt dazu kam, dazu jetzt gleich im weiteren Video. Aber wir gucken jetzt erstmal ins Spiel rein. Who Framed Roger Rabbit? Also böse oder falsches Spiel mit Roger Rabbit, so heißt er auf Deutsch. Und dann habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Sollte man auch mal wieder tun. Mit Passwort. Also Markus, wenn du wieder zuschaust hier gerade, einer meiner treuen Zuschauer, der immer auf der Suche nach Spielen mit Passwortfunktion ist, ja, da hast du wieder eins, ne? Ja, und gezeichnet ist es schon mal sehr nett, möchte ich sagen. Das Telefon bimmelt, gehen wir doch mal hin. Oh, die Steuerung ist so ein bisschen, ach du meine Güte, was ist denn mit der Steuerung los? Man kann sich bücken und was können wir noch? Ah, wir können ans Telefon gehen. Marvin redet mit uns. Hey Roger, ich bin's. Marvin Acme. Gehört dem die Acme-Fabrik? Mhm. I have a real serious problem. You can come to my factory right away. Okay, also auf zur Fabrik von Marvin. Muss ja irgendwo hier hinten sein. Ja, yeah, wir sind an einem Filmset. Die Fabrik ist im Norden. Ja, alles klar, da gehen wir doch mal hin. Was hat er uns hier zu sagen? Nix. Also wie gewohnt... Ah ja, boah, die Steuerung ist aber wirklich ein bisschen merkwürdig. Ich kann jetzt auch an meinem billigen Joypad hier liegen. Das möchte ich mal nicht... Oh, ein Gegner. Oh, oh, oh. Ach, das ist so einer von diesen komischen Dachsviechern da. Oh, der auch. Uiuiui. Oh, die Steuerung ist wirklich übel. Ich muss mal eben schnell was machen. So, ich habe die Steuerung jetzt nochmal ein bisschen neu konfiguriert, aber trotzdem ist sie sehr direkt. Und das Problem hier ist, der kommt halt mit Simultaneingaben nicht klar, weil hier unser lieber Roger Rabbit immer nur nach links, rechts, oben oder unten gehen kann und nicht schräg. Das heißt, wenn man schräg drückt, dann hat er wirklich ein Problem und weiß nicht, wo er so richtig hingehen soll. Und das macht die Steuerung hier so ein bisschen schwierig. Da ist Marvin. Ja, guck mal an. Ja, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Was ist das Problem? Ja, Roger, ich glaube, Judge Doom will mich umbringen. Aber warum? Er will seine Hände an Toontown bekommen. Das ist halt die Stadt, in der wir hier unterwegs sind. Vor ein paar Tagen hat er mich angerufen und hat mir gesagt, dass ich ihm Toontown verkaufen soll oder ansonsten. Ja, und jetzt bin ich richtig, richtig ängstlich, dass er mich umbringen will. Also habe ich ein Testament geschrieben und habe es schon Jessica gegeben. Aber ich habe vergessen, ihr die The Deed zu geben. To Toontown. Was ist das denn jetzt? Testament und der letzte Wille oder irgendwie sowas? Also, auf jeden Fall muss ich ihr das jetzt noch bringen. Das kann nämlich nur ausgeübt werden, wenn beides zusammen übergeben wird oder bei ihr ist. Ja, sonst... Also ich soll beides zu Jessica und dann zum Anwalt geben. Oh, da kam gerade eine Kanone aus dem Vorhang und hat ihn umgenietet. Ich setze meine letzte Hoffnung in dich, Roger. Okay, Roger. Na, dann zeig ich mal, was du kannst. Kann ich hier noch den Safe ausräumen? Nein, das geht nicht. Ja, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, das neue Intro. Wir haben eine neue Kamera gekauft, beziehungsweise meine Frau. Ich habe ja unseren neuen Fernseher bezahlt, meine Frau hat jetzt unsere neue Kamera bezahlt. Es geht bald mal so eine kleine Woche in Urlaub und das war jetzt so der letzte Anreiz sozusagen. Ach komm, dann gönnen wir uns jetzt mal die neue Kamera. Ja, und jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier die Jessica Rabbit finden, ne? Die alte heiße Schnitte. Oh, mein Handy nicht auf lautlos gemacht. Sorry dafür.
Ja, wo ist sie wohl? Ich frage mal im Studio nach, ob die sie gesehen haben. Also wieder zurück ins Studio, meine Lieben. Ja, und mit dieser neuen Kamera hatte ich dann so einen kleinen Antrieb und habe gesagt, nach der lieben Umfrage, an der ihr alle mitgemacht habt, und das Ergebnis habe ich ja gerade schon gesagt, war sehr ausgeglichen, ne? Also eine Menge Leute haben gesagt, hey, das alte Intro ist so kultig, das möchte man eigentlich nicht missen. Aber das neue Intro ist auch so geil, dass man es eigentlich auch immer kontinuierlich bringen könnte. Ja, und weil die Stimmen alle so ausgeglichen waren, habe ich mir gedacht, ey, da habe ich doch eine Idee. Ich verbinde das Alte mit dem Neuen und mache quasi eine Neuauflage von dem alten Intro. The entrance to the Ink and Paint Club is down the alley just east of Valiants Office. Also nach Osten. Ja, obwohl, wenn ihr guckt, das ist Westen, das ist Osten, ne? Ja, und das habe ich jetzt über die Ostertage doch mal so zwischendurch ein bisschen zusammengebastelt, das Intro. Ich persönlich finde es super. Lasst mir gerne mal ein Feedback da, wie es euch so gefällt. Ich glaube, das ist so eine schöne Verbindung aus dem Alten und dem Neuen. Und wie gesagt, das wird nur bei Auf dem Klo kommen. Der Rest meiner Videos, der wird immer mit diesem neuen Intro von KP, also da, alleine dieser letzte Teil des jetzigen Intros für Auf dem Klo mit, quasi begrüßt. Es sei denn, Weidemania, das hat natürlich auch nochmal sein eigenes Intro. Das ist ja auch sehr beliebt bei euch, ne? Also dieses Lied da. Ja, sie ist im Ink and Paint Club. So viel haben wir jetzt rausbekommen und da müssen wir jetzt mal nach Osten. Also einfach die Straße runter nach Osten, hat er vorhin gesagt. Was ist denn da oben? Mit dem Blumenkasten, ne? Ha, bin ich mal ausgewichen, ne? Ach du Scheiße, da ist schon wieder so ein Wieselviech. Eieiei. Oh, ich Idiot, ne? Ja, und von dem werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch weggeschossen. Oh ja, hier, ne, das ist das Steuerungsproblem. Da geht er dann eher mal so nach oben oder so, anstatt seitlich. Eieiei. Ja, was kann ich denn gegen die machen? Ich kann mich ja nicht wehren, ne? Ja, ist das der Club? Klopf, klopf. Nein, das ist er nicht. Wo ist denn der Club? Ist das der Club? Nein, das war Marvins Büro. Oh. Jetzt bin ich hier schon wieder. Die Fabrik? Was ist denn hier los? Ah ja, okay. ACME, da habe ich doch in dem Video von den lieben Jungs von Orbit erfahren, wofür ACME eigentlich steht. A company that makes everything. Also eine Firma, die alles herstellt. Ach, guck mal, jetzt habe ich hier schon fast alles von der Karte gesehen, ne? Ja, ich bin noch den ganz zum Osten rübergegangen. Was ist denn da los? In diese Türen hier komme ich ja mal nicht rein. Ah, scheiße, der schießt mich jetzt um. Doch nicht, Gott sei Dank. Vielleicht hier? Nein! Ja, irgendwo in der Nähe von Valens Büro, aber wo ist Valent? Waylon Smithers? Man weiß es nicht so genau, ne? Aber hier konnte ich doch nicht rein. Das habe ich doch schon gesehen. Hört ihr die Musik? Die düdelt so irgendwie vor sich hin. Ich hoffe, die ist nicht zu laut für euch. Die ist ein bisschen nervig. Ja, also irgendwie. Jetzt muss ich vielleicht doch hier unten irgendwie hin. Aber, oh, nein! Oh. Er hat mich schon wieder umgeschossen. Es ist ja wirklich ein Rätsel. Abenteuerspielchen hier. Das Continue bringt mir unheimlich viel, ne? Wenn ich immer wieder von komplett vorne anfangen muss. Scheiße. Ja, also bevor ich jetzt den Anlauf das dritte Mal mache, ich würde ja gern noch die liebe Jessica sehen. Würde ich sagen, wir machen einen kleinen Schnitt rein. Ich suche die Jessica nochmal eben schnell. Und dann zeige ich es euch, wie sie aussieht. Denn die war natürlich in meinen Kindheitstagen der feuchte Traum eines kleinen 10-jährigen Jungen, wenn man damals schon von feuchten Träumen reden konnte. Oder hier die Straße rein, diese Alley rund. Ah, da ist sie, der Club. Das ist ja in so einer richtig abgeschobenen Ecke hier. Das ist ja der Wahnsinn. Na, und wie kommen wir da rein? Lucy should have the password. She lives in the building on the opposite corner. Muss ich erst noch ein Passwort haben, um da reinzukommen, oder was? Ja, ohne Passwort komme ich nie rein. Muss ich noch auf die andere Ecke? Oh Gott. Uah. Okay. Oh Gott, es kann doch nicht wahr sein, wie oft.
Auf dem Weg zum anderen Haus bin ich auch wieder umgebracht worden. Also das Spiel ist gar nicht mal so einfach, möchte ich mal eben dazu sagen. Gut, ich habe mich auch dämlich angestellt, das gebe ich auch offen zu, aber es ist ja auch Feiertag, ne? Ich bin ja eigentlich im entspannten Modus hier gerade unterwegs und dieses Spiel reizt mich doch ein wenig. Es ist doch echt anstrengend. Ja, der Wecker hat in der Zwischenzeit natürlich auch schon gebimmelt. Wir haben leider die Jessica nicht gefunden. Ich werde irgendwo mal hier einblenden, wie die heiße Schnitte denn aussieht in dem Gameboy-Spiel. Ja, und lieben Gruß an die Jungs von Orbit nochmal an der Stelle. Ich hoffe, das Video passt ein bisschen in eure Playlist. Ansonsten natürlich auch an meine Zuschauer nochmal herzlichen Dank für das Mitmachen an der Umfrage letztes Mal. Ich hoffe, das neue Intro gefällt. Lasst mir unbedingt mal ein Feedback da. Ich bin sehr zufrieden damit und lasst mich einfach mal hören, ob es euch auch gefällt. Ja, im Laufe der Woche möchte ich eigentlich noch eine Ausgabe Weidemania bringen. Lasst euch überraschen, was ich da in die Kamera halte. Und ja, bis dahin sage ich immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder und bleiben Sie geil. Wir machen den Abzug für heute. Ktsch.